Klimaneutral, vernetzt und integriert. Unter diesen Aspekten trafen sich Anfang Oktober Bürgerinnen und Bürger sowie Fachleute im Hyundai Autohaus Halle Neustadt, um Konzepte und Ideen zum Thema Zukunftsstadt Halle Neustadt 2050 zu entwickeln und zu diskutieren. An drei Diskussionstischen standen die Themen Energie und Mobilität der Zukunft, nachhaltiges und innovatives Unternehmertum sowie soziale Förderung und Integration für die Teilnehmenden bereit, um ihre Zukunftsvisionen zu sammeln und zu diskutieren. Viele der Besucher beteiligten sich rege an den Diskussionsabläufen und brachten eigene Ideen und Vorstellungen ein. Unter dem Gegenstand der sozialen Förderung und der Integration stellten sich Fragen nach der Verbesserung von Freizeitangeboten, Bildung und Förderung, aber auch nach der allgemeinen Steigerung der Lebensqualität der Anwohner. Jana Kirsch, Quartiersmanagerin des Stadtteils Halle Neustadt, kümmert sich für die Stadt um das Stadtteilmanagement, die Imagearbeit, die Fördermittelakquise und die Bürgerbeteiligung. Sie beschäftigt besonders die Integration Halle Neustadts. Also der wichtigste Aspekt ist, glaube ich, dass wir eine gute soziale Durchmischung haben in Halle Neustadt und dass wir das auch erhalten können. Also das heißt, dass wir hier Menschen haben aus unterschiedlichen Nationen mit unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergründen und auch die Menschen, die jetzt schon hier leben, die deutscher Herkunft sind, dass das alles ein buntes, vielfältiges Stadtteilleben ergibt. Ernst Zörner, Leiter der Gemeinschaftsschule Kastanienallee, Halle Neustadt, beteiligt sich ebenfalls aktiv am Projekt rund um die Zukunftsvision. Sein Interesse gilt besonders dem Ausbau der Räume für Bildung und Integration. Ich denke, ich meine Erwartungen, also meine Vorstellungen mit reinbringen in unseren Workshop von Halle Neustadt. Und ich habe auch Anregungen bekommen, beispielsweise, um das mal konkret zu machen, wir möchten oder wir benötigen für unsere Entwicklung dort am Standort Kastanienallee zwingend ein Gebäude für den Ganztagsunterricht beispielsweise, für die Nachmittagsbetreuung und dergleichen. Und da kommt das Beispiel eines Niedrig- oder Plus-Energiegebäudes, wie heute angesprochen, hier natürlich uns gerade recht. Im Verlauf dieser Veranstaltung wurden viele Ideen und Anregungen gesammelt und diskutiert. Diese sollen nun auf weiteren Veranstaltungen und in einem eigens dafür eingerichteten Zukunftslabor gesammelt, geplant und weiterentwickelt werden. Das Zukunftslabor des Projektes befindet sich am Tulpenbrunnen 4 in Halle Neustadt und steht Interessierten mit Fragen, Anregungen und Ideen jederzeit offen.